an ein syrisches Unternehmen mit Verbindungen zum Assad-Regime, angeblich zur Produktion von Medikamenten. Brenntag nutzte für das Geschäft eine Schweizer Konzerntochter. Dort galt das Embargo damals nicht. Auf Anfrage verweisen die Unternehmen darauf, man habe sich an die Gesetze gehalten. Nordrhein-Westfalen ist einen Schritt weiter bei der Rückkehr zum Abitur.